Keine Musik. Kein Intro. Aber so, ja, herzlich willkommen zu Age of Wonders 3. Ich kann mich aus dunklen Zeiten erinnern. Ich meine noch Amiga. Da habe ich Age of Wonders gespielt. Ich weiß gar nicht, das war gar nicht. Es war eigentlich mehr so ein Slasher-Spiel, ne? So ein Magier und möglichst schnell den gegnerischen Part töten. Hat es eine Geschichte gehabt? Weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur an den Part erinnern, dass ich mit einem Kollegen so Deathmatch gemacht haben, irgendwie. Ich meine, das war echt schon anders. Ja. Vielleicht war es auch nur so eine abgespeckte Vision. Kann alles sein. So, ich habe mir keinen Account angelegt, deswegen online ist nichts. Wir machen neues Szenario, neue Zufahrtskarte, neuer Feldzug. Das scheint aber hier mehr so ein Aufbaustrategie zu sein oder so. Werden wir gleich sehen. Wir oben sehen ja krass offline. So, ich wollte mir keinen Account anlegen, weil ich spiele. Gut, ich will mich nicht festlegen. Aber es ist so meistens so die Erfahrung, dass ich ein Spiel so ein paar Stunden spiele, vielleicht ein paar Tage und dann verliere ich den Faden, habe keine Zeit und dann, naja. Aber die Musik ist schon nicht schlecht. Okay, dann hauen wir mal die Tasten, hauen wir mal aus. Kommt der Elfenhof. Erfüllt als Sandrin, Prinzessin der widerstandenen Hochelfen. Wiedererstandenen. Ach man, Hochelfen. Eure Bestimmung und Entscheidung über die Zukunft der Welt. Erfüllt als Sandrin, Prinzessin der wiedererstandenen Hochelfen. Wiedererstandenen. Mhm. Eure Bestimmung und Entscheidung. Entscheidet über die Zukunft der Welt. Fohlen für Anfänger. Okay. Der Staatenbund folgt als Edward vielversprechender Technokrat und treuer Bürger des Stadtbundes euren Weg zu Ruhm und Eroberung. Wir spielen erstmal die Elfengeschichte. Und dann schauen wir mal.
Verlack, einer der Berater eures Vaters, kommt auf euch zu und macht euch ein Angebot. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch für die Staatsgeschäfte interessiert. Ja, für die Staatsgeschäfte. Mhm. Sandrin. Spreche ich das richtig aus, ne? Was Sundrin? Ja, Sundrin war das, ne? Ich bin noch nicht so gut dran. Ich habe nicht ordentlich zugehört, anscheinend, wie sie ausgesprochen wird. Das werden wir noch üben. So. Es ist klug, euch auf mögliche Konflikte vorzubereiten. Die Menschen werden immer kühner und falls es zum Krieg kommen sollte, wird der Elfenhof dank eurer Bemühungen stärker sein. Wenn ihr mehr lernen möchtet, kann ich euch ein wenig anleiten. Ja, das ist aber sehr nett. So, das ist ein Einführungsspiel. Schauen wir mal, wie das so kommt. Es gibt eine ähnliche Story. Hieß der Schriftsteller noch? Aber auf jeden Fall Elfenritter. Da geht es auch um Krieg gegen die Menschen. Und ja, es sieht. Der will nicht so viel spoilern, aber gut. Es ist auf jeden Fall so, dass die Elfen am Ende immer ziemlich in die Defensive geraten und dass das alles nicht gut ausgeht, ja. Aber liest sich das am besten selber. Wie hieß denn der Schriftsteller noch? Verdammt. Ich muss in den Keller gehen, da habe ich die Bücher alle liegen. Wie hieß der Schriftsteller noch? Ja, google aber noch Elfenkrieger, ich glaube, dann stößt er ganz automatisch drauf. Ich glaube auch, der hier die Zwerge geschrieben hat, bin mir nicht sicher. Genau, aber auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe die ganze Serie gelesen. Alles klar, gut. Ne? Ich muss, dass ich so schlecht vorlese, ne? Aber ich kann für mich selber besser lesen, als wenn ich vorlesen muss. Und das ist immer so eine komische Hemmung in meinem Kopf dann. So, alles klar. Dann machen wir weiter. Oh, mit gar nichts. Ja. Ah, das ist hier die Sandrin. Aus dem Hause Inior. Hochelf, Schurke. Der Aufstieg zur Macht beginnt. Ja, schauen wir mal. Sieht ja ganz nett aus, die Braut. Sieht auf jeden Fall besser aus wie ich. Das sei gesagt. Dann beginnen wir mal und starten. Ach, schade, das wird nicht mehr vorgelesen. Das fand ich so am Anfang recht angenehm, dass die Story so weit vorgelesen wurde. Aber jetzt muss ich leider selber lesen. Und das müsst ihr dann ertragen. Oder ich lese nicht vor. Das könnt ihr kommentieren, wenn ihr nicht mehr wollt, dass ich vorlese oder ich so schlecht vorlese. Ich sollte es mir eigentlich immer selber durchlesen und dann euch vorlesen. Da haben wir aber keine Zeit für. Verlack, willkommen auf Aldor. Diese legendäre Insel hat in der Geschichte der Elfen eine wichtige Rolle gespielt. Aber pockenverseuchtes Ungeziefer, das man Goblins nennt, schändet mit seinen verdorbenen Krankheiten jetzt ungehindert ihre Schönheit. Und selbst das Grab eurer Großmutter, Elrin, wird geplündert. Reinigt das Land von der dreisten Präsenz dieser Kreatur. Ah, okay. Weiter. Verlack nochmal. Ich habe euch das Buch der Wunder gegeben. Ein Werk, in dem unsere Welt detailliert beschrieben wird. Manchmal werde ich mich darauf beziehen. Ihr könnt auf die blauen Wörter klicken, um zusätzliche Informationen aus dem Buch zu erhalten. Ich glaube, ne? Dann kann ich, oh Gott, das soll ich jetzt, das will ich jetzt nicht alles voll. Nein, auf gar keinen Fall. Das hier bekommt ein Blablabla. Nö, schon mal so eine kurze Einführung. Kauft euch das Spiel. Das soll ich nicht tun. Nein. Okay, weiter. Fangen wir damit an, dass wir ein Lagerhaus in unserer Gemeinde errichten. Es wird dabei helfen, dass die Gemeinde schneller zu einer kleinen Stadt heranwächst. Euer Gebiet dehnt sich aus. Ihr erhaltet mehr Einkünfte und ihr habt eine größere Produktionskapazität, die ihr zur Ausbildung neuer Armeen braucht. Linksklick auf eure Stadt, um die Stadtübersicht zu öffnen. Okay, wir klicken mal links auf unsere Stadt, um zu öffnen. Willkommen in eurer Stadt. Wenn ihr eine Stadt anwählt, öffnet sich die Stadtübersicht. Dort erhaltet ihr Informationen über die aktuellen Bevölkerung, die Größe und
die Einkünfte der Stadt. Die in der Stadt produzierten Ressourcen werden euren globalen Ressourcenvorrat hinzugefügt. Okay. Ressourcen der Stadt. Gold wird für Stadtbauten und Einheiten gebraucht. Mana setzt ihr zum Wirken von Zauber ein und mit Wissen könnt ihr neue Talente erforschen. Produktion bestimmt die Schnelle einer Stadt, Stadtbauten und Einheiten bauen kann. Achso, ja. Produktion bestimmt, wie schnell eine Stadt Stadtbauten und Einheiten bauen kann. Oh Gott. Bevölkerungswachstum legt fest, wie viel Zeit eine Stadt braucht, um zu wachsen. Bringt die Bevölkerung auch nicht auch zusätzliche Steuern ein oder so? Keine Ahnung. Mal sehen. Produktion der Stadt. Die Register auf der linken Seite des Bildschirms zeigt die Einheiten und Ausbauten an, die in der Stadt produziert werden können. Hier hinten links, ne? Mhm. Die aktuelle Produktionsschlange befindet sich in der Mitte des Bildschirms. Das ist hier wahrscheinlich. Wie viele Runden es dauert, eine Einheit oder einen Ausbau zu produzieren, errechnet sich aus den Gesamtkosten geteilt durch die Hämmer hier der Stadt. Da ihr bereits mit einer großen Armee beginnt, solltet ihr euch darauf... Umblick. Wo war das jetzt? Finde, wenn eine Runde dauert, eine Einheit oder Ausbau erreicht, trotzdem geteilt... Bereits bei der Corona beginnt, solltet ihr euch darauf konzentrieren, eure Stadt auszubauen. Also okay. Ich habe gedacht, da wäre jetzt ein ganz Stück Text dazu. Oh, meine Güte, bin ich schnell verwirrt. Wieso verwirrt bin ich? Entschuldigung. Dann wollen wir mal weiter. Oh, da kann ich die Klappe halten. Produktion der Stadt. Wenn ihr ein Lagerhaus in der Stadt errichtet, erhöht sich deren Bevölkerungswachstum um 100. Dadurch wächst die Stadt schneller und dehnt ihre Grenzen rascher aus. Um ein Lagerhaus zu bauen, wählt bei der Register links Ausbauten herstellen. Klickt auf das Lagerhaus und dann auf Produzieren. Fertig. Okay. Nehmen wir hier hin. Schrein. Wo ist Lager? Wir klicken auf Lagerhaus. Das Lagerhaus eben hinsetzen. Nee. Ah, jetzt ist das gebaut. Okay. Ist schon fertig gebaut? Sehr geil, das ist ein Bau hier. Ist schon fertig. Gebiet. Mhm. Was ist das hier? Da kann ich nichts machen. Okay. Was wird denn produziert? Lagerhaus. Oh, da steht es doch. Ah ja, okay. 300 dauert das oder wie? Okay, ich muss meinen Stuhl stabilisieren. Ich habe auf VIP-Station. Moment, Entschuldigung. Muss man gerade hinsetzen. Das ist ein bisschen konzentrierter, wenn man gerade sitzt. Okay. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, wie lange die Folgen machen soll. Ob das hier irgendwie so Steps gibt, wo man dann unterbrechen kann. Oder ich nach einer gewissen Zeit abbrechen muss. Das muss ich sehen. Da das Spiel überhaupt noch nicht angezockt habe, ich muss hier komplett reinkommen. So, was können wir denn noch bauen? Lagerungswerkstatt, Arena, Laboratorium, Planares, Tor, Handelsware, Häuser bauen. Aha, man kann die Liste voll Häuser bauen. Dann Kriegsakademie, Schießplatz, Schrein. Schreinposition erzeugt. Da kommt noch ein Schrein noch hin. Kriegsakademie. Ortswahl, ja. Und Laboratorium. So, dann haben wir es. Die Liste ist voll, würde ich sagen. Was können wir mit unseren machen? Das ist die Armee. Ah, das ist meine Armee. Da bin ich selber. Muss ich spielen, die nicht machen. Meine Stimme wieder machen, vielleicht. Na, das wird mir auch zu anstrengend. So, ja, das sieht ganz gut aus. Ihr habt eine Armee ausgewählt. Eine Armee ist eine Gruppe von bis zu 6 Einheiten auf demselben Feld. Ihr könnt damit die Welt erkunden, eure Gegner angreifen und eure Städte verteidigen.
Wenn eine Armee ausgewählt ist, könnt ihr auf die Symbole der einzelnen Einheiten klicken, um mehr Informationen über sie zu erhalten. Okay, weiter. Armeen bewegen. Habt ihr eine Armee ausgewählt, könnt ihr mit einem Rechtsklick auf ein Feld befehlen, sich dorthin zu begeben. In einer Vorschau seht ihr, welche Route die Einheit nimmt. Dabei zeigt der grüne Bereich an, wie weit sich die Armee in dieser Runde bewegen kann. Bewegt Sandras Armee zur Kuplin im Norden, indem ihr draufklickt. Also rechtsklick. Wir können jetzt ranzoomen. Genau. Umzug besteht. Hochelfen, Schwertkämpfer, Sandrin, es ist gut, euch zu sehen. Wir waren unterwegs, um euch in die Stadt willkommen zu heißen, aber dann haben wir bemerkt, dass diese Goblins die Goldmine übernommen haben. Ihre Armee ist zu stark für uns. Greifen wir sie jedoch gemeinsam mit unseren Armeen an, können wir sie dank zahlenmäßiger Überlegenheit bezwingen. Wäre schön, wenn wir es technischer Überlegenheit auch noch bezwingen können. Ein Moment, Sandrin. Mehr Truppen sind immer gut, aber Truppen kosten Unterhalt. Jetzt, wo diese Soldaten sich uns angeschlossen haben, fallen unsere Goldeinkünfte geringer aus. Okay, fertig. Wir greifen an. Wir benutzen den manuellen Kampf. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Wenn es aber manuell machen muss, sehen wir ja nichts. Okay. So sieht das aus hier. Andere Armeen angreifen. Es wird Zeit, dass wir unseren Angriff auf den Gegner beginnen. Die Verteidiger dürfen immer zuerst agieren. Wir sollten diesen Augenblick nutzen, um uns den Gegner anzusehen und uns eine Strategie zu überlegen. Okay. Euer Zug. Wir können agieren. Wählt Einheiten aus und erteilt ihnen Befehle. Sobald sich all unsere Einheiten bewegt haben, können wir unseren Zug beenden. Jede Einheit besitzt 3 Aktionspunkte, die beim Bewegen und Angreifen verbraucht werden. Rundenbasierender Kampf, das ist schon mal relativ entspannend. Die Musik ist allerdings wieder ein bisschen zu laut. Ich muss das mal wieder in den Griff kriegen, weil ich mir fast, glaube ich, nicht mehr zu hören. Vermute ich mal, wo mein Mikrofon schon ziemlich laut gestellt habe. Kann man irgendwie ein bisschen drehen? Kann man drehen? Kampfrunde beenden? Nein. Meine Karte kann man nicht drehen, ne? Nein. Sichtbereich umschalten. Ah. Kann aber noch nicht drehen. Doch, man kann drehen. Ah, man kann doch drehen. Ah, alles klar. Okay. Man kann doch drehen. Ah, mit. Also, wer es wissen will. Mit Q und E. Dann kann ich schön drehen. Alles klar. So, im Prinzip haben sie uns einen Gefallen getan. Sie sind im Prinzip hier in so einen Kessel gerannt. Was haben wir hier für Armeen? Hochelfen, Schwertkämpfer. Elfen sind wunderbare Schwertkämpfer. Einheiten, die sind. Okay, die Schwertkämpfer. Und dahin. Was haben wir hier? Hochelfen, Sturmschwestern. Sturmschwestern sind Unterstützungseinheiten. Sie verfügen über einen mächtigen Fernangriff, der Schockschaden anrichtet, was sie sehr effektiv gegen Maschinen macht. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit betäubende Berührung, mit der sie gefährliche Gegner lähmen können, bevor diese viel Schaden verursachen. Okay. Das sind aber mehr Fernkämpfer, ne? Die positioniere ich mal einfach nur dort. Dann habe ich hier nochmal Schwertkämpfer. Die versuche ich dann dahin zu positionieren. So. Natürlich können die.
So. Okay. Dann haben wir unsere Runde beendet. Die habe ich schon befähigt, ja. Euer Zug beendet. Ihr habt soeben euren Zug beendet. Alle Einheiten, die noch Aktionspunkte übrig haben, setzen automatisch die Fähigkeit Bewachen ein. Das verleiht ihnen einen Bonus auf Verteidigung und Resistenz. Außerdem dehnt sich ihr bedrohter Bereich auf die Felder hinter ihnen aus, was Flankenangriffen gegen sie unmöglich macht. Am Ende des Zuges werden auch die Aktionspunkte eurer Einheiten aufgefüllt. Okay. Oh oh, greift gleich direkt mich an. Gegenschläge. Diese Einheiten hat soeben einen Gegenschlag ausgeführt, weil sie im Nahkampf getroffen wurden. Gegenschläge verbrauchen Aktionspunkte. Nach 3 Gegenschlägen hat eine Einheit also keine Aktionspunkte mehr für ihren eigenen Zug übrig. Okay. So. Wir dran, ne? So, okay. Zack. Okay, da haben wir aufgeräumt. Jetzt brauchen wir hier die Schnitzler, die müssen hier nach vorne. Wenn die hier nochmal... Ah, die haben gute Reichweite. Okay. Und was ist das? Nahkampf, nein, wollen wir nicht. Was ist das hier? Betäubende Berührung. Das ist auch Nahkampf, ne? Das ist auch Nahkampf, ne? Okay. Nein. So, Störung wie immer. So. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinstellen soll. Die stellen wir da hin. Achso, die sollten Fernangriff machen. Da war ich stehen geblieben. Genau, das machen wir da. Feuer. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben, ne? Die kann nicht mehr gehen. Sandrin. Sandrin ist eure Anführerin. Anführer gehören zu den stärksten Einheiten in einer Armee. Und sie können im Kampf Zauber wirken, statt angreifen. Es ist ihnen sogar möglich, Zauber zu wirken, ohne selbst auf dem Schlachtfeld anwesend zu sein. Allerdings sind die Zauber dann teurer. Auf eurer Reise werdet ihr Helden begegnen, die im Kampf eigene Zauber und besondere Fähigkeiten einsetzen können. Okay. Was haben wir hier? Zauber wirken. Auf dieser Seite des Zauberbuchs befinden sich eure Kampfzauber. Wenn eure Anführerin im taktischen Kampf Zaubern wirkt, verbraucht sie ebenso Zauberpunkte wie für die globalen Zauber auf der strategischen Karte. Im Kampf eingesetzte Zauber können also Zauber verzögern, die ihr außerhalb des Kampfes wirkt. Wenn euer Anführerin im Kampf zaubert, verbraucht sie all ihre Aktionspunkte und geht nicht in dem Bewachmodus über, sodass sie rechtzeitig geschützt sind. Okay. Panikattacke, Giftklinge und was dann?
Bewegliches Ziel. Bewegliches Ziel. Kampfzaubereinheiten verzaubern. Die Einheit erhält für die nächsten. Ach, ne. Was haben wir hier? Lässt giftige Rüstungsdurchschlagende Klingen abregnen. Verursacht 12 und 8 Schaden bei feindlichen Einheiten. Verursacht 20 plus 2 Schaden bei unseren Einheiten. Das benutzen wir. Wo sind die Gegner? Da sind sie. Die haben sie weggelaufen oder was? Okay, dann beenden wir unsere Runde. Ränge der Beförderung. Eine Einheit ist soeben aufgestiegen und befördert worden, was ihre bessere Werte und Fähigkeiten einbringt. Einheiten erhalten Erfahrung, wenn sie Fähigkeiten einsetzen, andere Einheiten töten und im Nahkampf getroffen werden. Ihr könnt den Rang und die gesammelten Erfahrungen einer Einheit sehen, wenn ihr den Mauszeiger über das Ordenssymbol in der Einheitentafel haltet. Wir haben den Kampf gewonnen. Okay. Da war's. Nun, Sandrin, wie fühlt es sich an, auf dem Schlachtfeld zu siegen? Ich sehe, dass ihr das Zeug dazu habt, eine fähige Anführerin zu werden. Diese Goblins sind nicht weiter als schmutzige, giftige Kreaturen, die ihre Gegner beschwächen und ihre derbten Krankheiten verbreiten. Es wäre am besten, wenn wir sie ganz los würden. Okay, fertig. Ja. Platziere. Wunderbar. Schließen. Ah, keinen Runden mehr zu Mittel. So. Die Goldmine freiräumen. Geschafft. Ein paar jämmerliche Goblin haben die Goldmine übernommen. Wir müssen sie zurückerobern. Wenn ihr mit mehreren Armeen gleichzeitig angreift, könnt ihr. Haben wir schon, ne? So, fertig. So, was haben wir? Goldmine. Das ist wunderbar. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück auf unser Grundstück. Und gucken, was unser Städteausbau macht. Ja, wir haben noch keine Runde Ende, müssen eine Runde Ende drücken, ne? Seid ihr sicher, dass ihr euren Zug beenden wollt? Es gibt noch einige unerledigte Ereignisse, um die ihr euch kümmern könnt. Fragt mich nochmal. Ja, machen wir zu Ende. Euer Zug beendet. Ihr habt euren Zug beendet und in der nächsten Runde beginnt. Und die nächste Runde beginnt. In der Ereignisliste auf der rechten Seite des Bildschirms werden euch immer die wichtigsten Ereignisse der Runde angezeigt. Klickt auch auf Ereignisse, wenn ihr euch darum kümmern möchtet. Auf der rechten Seite. Kanonsicht. Geschichte, Ereignisse. Ah, hier. Ist ausgeblendet gewesen. Ach, hier war der letzte. Okay. Okay. So, wie sieht das aus mit dem Bau? Es läuft. Beschleunigt durch. Wird der Produktion 1 abgeschlossen. Kostet aber 50 Gold. Kann man ja mal, ne? Kann man ja mal machen. Was haben wir denn noch? Was kann man denn hier eigentlich machen? Nix. Schatz, Fund und Erkunden erzeugt plus 10 Mana und geben. Muss ich erstmal hin? Lager aufschlagen, Armee. Liste anhören und werden neun. Eine Runde warten. Okay, warte eine Runde. Hier kann ich jetzt nicht drehen, ne?
Da unsere Gegner, wann werden sie lernen, in Harmonie mit dem zu leben, was sie haben, statt in ihrer Gier immer mehr zu wollen? Ich nehme an, ihr kurzen Leben macht es ihnen unmöglich, die Folgen ihres Handels zu erkennen. Sie brauchen ihre Umgebung nicht zu erhalten. Deswegen müsst ihr Verantwortung übernehmen, Sandrin. Eure Familie hat lange über die Welt geherrscht und das solltet ihr auch wieder tun. Ne? Okay. Von euch erobert der Wachturm. Aha, sehr schön. Dann beenden wir die Runde, würde ich sagen. Nicht mehr fragen, ja. Ein neuer Tag bricht an. Was haben wir denn? Aber wir haben noch nicht genug. Wir müssen anfangen. Handelswaren. Ne. Häuser bauen. Wir bauen noch mehr Häuser, ne? Ja. Das dauert alles ein bisschen. Der Wagen gehen wir da mal hin. Gucken, was wir da holen können. Ah, Zauber. Mana, Kristalle, magische Energie. Wenn ihr Zauber wirken, braucht ihr Mana und Zauberpunkte. Eure Städte können Mana erzeugen, wenn ihr die entsprechende Stadtausbau errichtet, wie etwa Schrein und Tempel. Ja, das haben wir ja nun auf Burgitrag gegeben, ne? Ich rate euch, zum Aufklären Grimmschnabelkrähen zu beschwören. Wirkt auf die Zaubertaste. Links von der Minikarte, um eure Zauberbuch zu öffnen und wählt den Zauber Grimmschnabelkrähen zu beschwören. Okay. Das ist ein guter Tipp. Zauber. Globaler Zauber. Diese Seite führt euch globale Zauber auf. Globale Zauber werden auf der strategischen Karte gewirkt. Der Zauber braucht ihre Mana und Zauberpunkte. Außerdem müsst ihr jede Runde ein wenig Mana aufwenden, um sie aufrechtzuerhalten. Wie viele Runden es dauert, einen Zauber zu wirken, errechnet sich aus den Mana-Kosten geteilt durch die Zauberpunkte, die ihr pro Runde erhaltet. Mit der Übersichtstafel oben links könnt ihr aktive globale Zauber jederzeit abrechnen. Fertig. So, jetzt machen wir hier die Grimm-Dinger. Beschwören wir. Okay, schließen. Die dauern eine Weile, bis sie beschworen sind. Machen wir das hier erstmal. Packe ich mal dorthin. Ne, nein. Das habe ich alles ausgemacht. Ich wollte die Einheit nur ausmachen. Die Nachrichtenleiste wollte ich behalten. Das wollte ich auch behalten. Also hier habe ich das Haus. Ja, da muss ich hier die Stadt anklicken. Ne? Aber ich wollte jetzt die Einheit haben. Gut. Ah. Eine Siedlung der auf Aldor wohnenden Elfen, die uns um Hilfe gegen die Goblinsplage gebeten haben. Sie sollten sich geehrt fühlen, dass eine Erbin Injoch zu Besuch sie besucht. Unabhängige Städte bieten oft Freundschaft und Mission an. Doch manche können feindlich sein. Lasst uns sehen, was sie zu sagen haben. Gebt euch zur Ansiedlung. So, das war's. Mehr können wir nicht machen.
sind ja auch gut ausgestattet. Möchte man ja auch nie unbedingt angreifen. Macht noch wenig Sinn, sich gegenseitig zu schwächen, ne? Okay, dann klicken wir hier wieder hin. So läuft, also können wir die Runde erstmal beenden. Oh, sie noch sehe ich sie nicht. Nein, verhandeln. Feindselige Handlung. Ihr seid gerade dabei, den Frieden mit den Abhängigen zu brechen. Seid ihr sicher? Da hat es friedlich nein, verhandeln. Die Ansiedlung Eduas. Unabhängig. Bevölkerung Hochelf. Neutral. Beziehung verbundene Einheit Frieden. Mhm. Wir haben wichtige zu besprechen. Es könnte die Beziehung zwischen unseren Völkern verbessern. Ihr Lichter weiden sich an unsere Mana-Knoten und blockieren unsere Einkünfte. Wir hätten sie ja selbst angegriffen, aber wir fürchten ihre Betäubung und ihre Teleportation. Außerdem werden sie von den Mana-Strom geheilt und ein aktiver Kampfeffekt geheilt. Ihr könnt sehen, ob ein Gebäude einen Kampfeffekt besitzt und ihr es angreift. Das Symbol der Effekte erscheint unter dem großen Porträt des Gegners auf der rechten Seite. Okay. Mehr auf die Aufgabe. Wo ist denn das? Mana-Knoten freiräumen. Ehrlich, der Wein, das haben wir schon gelesen. Kampfeffekt, das haben wir auch gelesen. Wir nehmen an. Dort hier, ne? Ja, wieder Lichter. Ja, manueller Kampf, den mache ich ganz gerne. Das sind natürlich nicht viele. So, halt weg. Kann ich angreifen. Okay. Alles klar, dann wurden ohne Bände. Ach, bin wieder aufgefallen. Wie scheiße ist das denn? Kann sie was hinten an. Okay. Das hat mich so ein bisschen überrumpelt. Echt? Oh, hat er gefallen. Kann man nicht weiter, okay. Ne, kann nichts weiter machen, das war's. Aber die können sich nur einmal heilen. Also das ist ein knapper Kampf, glaube ich. Gegenangriff, ja, das kennen wir schon, haben wir schon gelesen. Ja, Flankenangriff. Die sind gewonnen, entfällt außerhalb. Mehr Schaden oder Opfer, haben wir auch schon gelesen, okay.
Das sieht nicht gut aus für uns, Wächter. Mal eben ausgeradiert, Schweine. Kann ich noch was zaubern? Nee, ich kann nichts zaubern. Ah, die Runde geht an den, ne? Ich krieg das nicht in den Griff hier. Ja, haben wir es doch geschafft, aber knapp. Wir danken euch, anderen aus dem Hause Injoch, dass ihr unsere Mana-Knoten von den Irrlichter freigeräumt habt. Es wäre uns eine Ehre, euch in die Schlacht zu folgen und die Bedrohung durch die Goblins zu brechen. Okay. Seid vorsichtig, Sandrin. Ihr habt ein Banditenversteck aufgespürt. Das ist ein Spawnplatz, an dem feindliche Einheiten entstehen, die unsere Aufklärer und Städte angreifen. Wir müssen das Wasser überqueren und ihn zerstören. Oh ja, gut. Um das Wasser überqueren zu können, müsst ihr zunächst die einfache Seefahrt erforschen. Ist das erledigt, bewegt eure Armee einfach aufs Wasser. Es werden automatisch Transportschiffe gebaut. Das nennt man Einschiffen. Und es verbraucht alle Bewegungspunkte der Einheit für diese Runde. Okay. Okay, schließen. Wir haben leider viel verloren. Haben das geschafft. Alles klar. Uns ein bisschen Mana-Punkte, das ist schön. Die Einheit ist zunächst mal zu gebrauchen, nicht wirklich. Dann schicken wir die zurück. Wir haben diese Einheiten jetzt, aber die kann auch noch nichts machen. Ja. Naja, gut. Mhm. Wie sieht es bei uns aus? Bautentechnisch? Es läuft. Das läuft. Und ich denke, es ist ein guter Punkt, auch Pause zu machen. Wir haben jetzt diese Stadt. Genau. Ich denke, ich mache hier mal eine Pause. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.